Herbst ist da und mit ihm die gemütliche, aber auch nasskalte Jahreszeit, in der die Thermostate wieder hochgedreht werden. Rund die Hälfte des Energiebedarfs verbrauchen die Österreicher zur Erzeugung von Wärme. Unter erneuerbarer Energie gilt Biomasse als der Allrounder. Mit ihr ist die Produktion von Strom, Wärme und Treibstoff möglich, klimaneutral und nachhaltig. Die Salzburg AG betreibt zwei Biomasse-Heizkraftwerke, die auf Holz, mit Holz als Biomasse betrieben werden. Wir haben weiter zwei größere sogenannte BHKWs, die mit Biogas Strom erzeugen. In Sitzenheim produzieren wir sowohl Strom als auch Wärme. Das nennt sich dann die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung. Das ist ein sehr energieeffizienter Prozess, um aus Wärme so viel Energie wie möglich rauszuholen und gleichzeitig die Stromerzeugung zu gewährleisten. Das Biomasse-Heizkraftwerk Sitzenheim erzeugt rund 76 Millionen Kilowattstunden Wärme pro Jahr. Es sind etwa 10% der Aufbringung, der Wärmeaufbringung, die wir in der Salzburg AG als Gesamterzeugung haben. Wir lagern hier knappe 10.000 Kubikmeter maximal an Biomasse. Das ist so, dass wir da ungefähr alle 6 Wochen einen Umschlag der gesamten Biomasse, die gelagert ist, durchführen. Gesamtheitlich verbrauchen wir etwas mehr als 100.000 Kubikmeter Schüttraummeter Biomasse im Jahr. Bernhard Ziegler ist seit 2011 Kraftwerkstechniker im Biomasse-Heizkraftwerk Sitzenheim. Heute erwartet er eine große Hackschnitzelanlieferung. Die Hackschnitzel kämen aus einem Umkreis von 150 Kilometern von Oberösterreich-Salzburg an den bayerischen Raum. Werden zu großteils gehackt im LKW, Sattelzug, Kipper etc. angeliefert. Die Lieferanten müssen sich immer telefonisch bei mir anmelden, dass ich den Ablauf praktisch einteilen kann, dass nicht zu viel, nicht zu wenig sind. Sie kommen dann auf die Brückenwaage, werden dann gewichtmäßig erfasst, geben dann ihre Daten an den Computer ein. Bevor es für die Hackschnitzel zur Qualitätskontrolle geht, schauen wir noch im Heizkraftwerk Salzburg Mitte vorbei. Auch hier wird auf Hochtouren gearbeitet. Das Heizkraftwerk Mitte gibt es seit dem Jahr 1955. Es wurde damals noch als Braunkohlekraftwerk gebaut und hatte ungefähr eine Leistung von 66 Megawatt. Man hat damals der Fernwärme nicht sehr viele Chancen in Salzburg gegeben, aber es hat ein paar Großverbraucher gegeben, die Energie gebraucht haben. Aber bereits 1962 war das Heizkraftwerk Mittel doppelt so groß, hatte über 100 Megawatt Brennstoffwärmeleistung und im Jahr 1967 hatte die Stadt schon 4 Standorte für Heizkraftwerke und Heizwerke. Heute steht am Standort Salzburg Mitte ein hochmodernes Heizkraftwerk mit einer Brennstoffleistung von rund 260 Megawatt. Wir haben mehrere Möglichkeiten, den Brennstoff einzusetzen. Zum einen können wir ganz klassisch, indem wir Feuer machen und Wasserdampf produzieren, den Wasserdampf sehr heiß machen, der kommt mit 80 Bar und über 500 Grad, da wird einmal Strom daraus gemacht und das, was bei der Stromproduktion am Ende wieder übrig bleibt, wird dann eben in heißes Wasser dann übertragen und an die Kunden gesetzt. Oder aber wir können auch mit unserer Gasturbine bereits direkt mit dem heißen Abgas bei der Verbrennung wie ein Flugzeugmotor Strom machen und so können wir mehr Strom machen aus dem Brennstoff als mit der anderen Methode. Florian Sinzinger ist Kraftwerksoperator hier im Heizkraftwerk. Die Warte ist das Zentrum, in dem alle Informationen zusammenlaufen. Also bei den unteren Bildschirmen sieht man die Leittechnik von unserem Kraftwerk. Da sind alle Anlagenteile oben und von da aus bedienen wir das Kraftwerk. Und auf den oberen Bildschirmen sieht man eben das Fernwärmenetz von der Stadt Salzburg. Also in Salzburg-Stadt rechnen wir ungefähr mit 90 Kilometer Fernwärmeleitung, sind allerdings mit der Stadt Hallein verbunden und dann haben wir ungefähr 115 Kilometer. Jetzt werden wir uns auf die Bühlen das anschauen, wie die Anlage steht und anschließend werden wir einen Durchgang auf der Anlage machen. Beim Durchgang schauen wir einfach, ob das zusammenpasst, wie die Anlage steht, ob das passt mit der Leittechnik und kontrollieren einfach die Pumpen, Aggregate, schauen, ob irgendwas undicht ist und schauen einfach, dass der Betrieb so passt, wie es ist.
Es ist eigentlich ein sehr anspruchsvoller Job. Man hat viel Verantwortung, weil man eben für die ganze Stadt verantwortlich ist mit dem Warmwasser. Täglich machen wir den Einlaufrechen rückspülen, damit wir eben verhindern, dass das Kühlwasser zu wenig wird und dass wir unsere Aggregate nicht mehr kühlen konnten. Es kann sein, dass sie da drin Schmutz, Äste verhängen und das wird eben wieder alles rausgespült, dass die Kühlversorgung eigentlich sichergestellt ist. Dafür macht sich Florian auf den Weg ins Pumpenhaus. Zurück in Sitzenheim kontrolliert Bernhard die Feinheit und Größe der Hackschnitzel. Bei der Entladung selber machen wir schon die erste stichprobenweise Qualitätskontrolle. Da haben wir eine gewisse Ölnorm einzuhalten, was die Hackgutgröße und den Feinanteil angeht. In der Zwischenzeit machen wir dann die Manipulation von der Biomasse mit dem Radlader. Wir nehmen das Material, schieben es auf den Haufen, beziehungsweise einmal am Tag müssen wir nachher unseren Biomassepunkt anfüllen, mit dem Hackgut. Anschließend wird die Hackschnitzelprobe einer Qualitätskontrolle unterzogen. Hier wird der Feuchtigkeitswert ermittelt, um eine korrekte Abrechnung durchzuführen. Bei der Sichtkontrolle wird die Feinheit und Größe der Hackschnitzel kontrolliert und ausgesiebt. Dann gibt es ein Normsieb und das wird dann ausgesiebt und dementsprechend abgeschlagen machen. Wenn dann das ganze Prozedere auch nach dem Trocknen erledigt ist, dann wird das nochmal in den Computer erfasst, das Ganze automatisch mit Barcodes und geht dann ins Abrechnungssystem rein. Letztendlich, also ich habe da eine Bevorratung von 6 Wochen, wenn ich voll bin. Wird dann jeden Tag, 7 Tage in der Woche, 300 Meter entnommen und Richtung Schubboden eingefahren und wird ein Verbrennungsprozess eingeführt. Dort wird es auf einer Rostfeuerung, wie sie das bezeichnet, kontrolliert verbrannt. Die heißen Abgase strömen dann durch einen sogenannten Kessel, durch ein Kesselsystem. Der Kessel ist in dem Fall mit Öl gefüllt und zu einem Silikonöl zum Betrieb der sogenannten ORC-Turbine, die dann Strom erzeugt. Ein Teil der Restwärme sowie ein Teil der Restwärme des Rauchgases wird ausgekoppelt und ins Fernwärmenetz eingespeist. Im Pumpenhaus Salzburg-Mitte macht sich Florian an die Rückspülung des Einlaufrechens. Über das Fenster hinaus zur Salzach kann er den Rückspülungsvorgang beobachten. Ist die Rückspülung beendet, gibt Florian in der Warte Bescheid. Zurück im Biomasseheizkraftwerk Sitzenheim ist Bernhard Ziegler mit den Tagesaufzeichnungen beschäftigt. Das ist ein täglicher Rundgang durch die ganze Anlage. Und speziell heute schauen wir uns oder machen wir die Kontrolle der Hydraulikanlage und den hydraulischen Antrieb vom Querförderer. Der Querförderer bringt die Hackschnitzel in die Feuerkammer. Wir checken die ganzen Ölstände, schauen uns fort bei den Zylindern die Öldrücke an, schauen die Dichtheit der Leckagen an, ob alles passt. Auch der Rauchgasventilator muss jede Woche geschmiert werden. In der Turbinenhalle beim ORC-Raum müssen wir die Werte aufschreiben, Anlagenwerte, Turbinen, Temperaturen, Drücke und das Ganze gebe ich nachher ins Handy ein, bei uns in die Betriebssoftware. Tägliche Kontrollrundgänge und Wartungsarbeiten der Kraftwerkstechniker sorgen für einen reibungslosen Ablauf in den Heizkraftwerken und dafür, dass es in der kalten Jahreszeit in Salzburgs Wohnungen warm wird.